17 Grad, ein angenehmer Herbsttag hier im Kreis Gütersloh. Und hinein in die Partie, Ferl in den weißen Trikots. Den Gegner stressen, sagen Trainer immer. Und das gelingt bisher ganz gut. Besong für die Borussia. Hetwa, Tor! Das ist das 1:0 für den BVB. Julian Hetwa, 15. Minute, hat er ganz viel Platz auf der rechten Seite. Sein zweiter Saisontreffer. Otto. Tunnel gegen Pudel. Batista Meier. Die Chance, das Tor! Wolfram! Maximilian Wolfram mit dem Ausgleichstreffer. Erst köpft er den Ball ins Tor, dann köpft er noch den Pfosten. Das erste war geplant, das zweite nicht. Aber es geht seinem Kopf gut. Und die Ferler Fans in der Sportclub Arena jubeln. Anteil mit den besseren Chancen. Batista Meier mit einer schönen Einzelaktion. Und für den SC Ferl in der Anfangsviertelstunde. Aber wenn sich eine Mannschaft mit Rückschlägen auskennt, dann der Sportclub. Etwa. Oh, Latte! Gute Aktion von Falco Michel. Corbus. Batista Meier hat Platz. Wo ist die Lücke? Da ist sie. Und da ist der Pfosten. Und das ist das Tor. Ferl führt. Durch das dritte Saisontor von Oliver Batista Meier. Der da viel zu viel Platz hat. Und das hat er gesehen. Und jetzt kommt er bei einer 2:1 Führung ins Spiel. Immer undankbar, wenn die erste Aktion eine Ecke des Gegners ist. Behauen. Ja, Michel blockt den Ferler Torhüter. Nochmal Göbel. Kopfballverlängerung. Der Ball ist drin. Das ist Eberwein. Tor für Dortmund. Wenn der überhaupt dran war, Michael Eberwein. Der Ausgleich. Das 2:2 in der 73. Minute. Ferl wünscht sich das Finish herbei. Bamba, Besong. Mittelstädt und der Ball ist drin, er hält ihn nicht fest, Justin Butler macht das Tor für den BVB, er hat ihn doch schon, Hendrik Mittelstädt, aber Butler hat hart geschossen, eine Ecke ist es auch nicht, war kein Schwarz-Gelber mehr dran, möglicherweise wird gleich Schluss sein, jetzt ist Schluss, Borussia Dortmund feiert seinen ersten Auswärtssieg nach 168 Tagen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.